Liebe Schwestern und Brüder, man kann es sich bekanntlich nicht aussuchen, in welchen Zeitläuften man unterwegs ist. Und wenn wir nüchtern hinschauen, weil das ja so ein Schlagwort auch innerkirchlich geworden ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen, dann müssen wir sagen, mit dem Inhaltsverzeichnis, das uns heute Kohelet sagt, das haben wir ziemlich blöd angetroffen. Es scheint eine Zeit zum Sterben zu sein, eine Zeit zum Niederreißen, eine Zeit zum Weinen, eine Zeit für die Klage, eine Zeit, die Umarmung zu lösen, zum Wegwerfen, zum Verlieren, zum Schweigen. Und zu Recht steht die Frage am Schluss, die Kohelet hier stellt, was hat eigentlich der Mensch davon? Außer, dass wir einen Strich in Summe machen und sagen, na, dumm gelaufen. Es gab in der Kirche andere Zeiten, es gab Aufbruchszeiten. Wir könnten jetzt all die positiven Dinge nennen. Ist es also einfach nur dumm gelaufen, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit leben? Das wäre doch, vielleicht würde Kohelet dem sogar zustimmen, aber für uns als Christen ist das dann doch etwas zu resignativ. Und Kohelet selbst gibt uns einen kleinen Punkt, auf den wir uns berufen können, den er, als er ihn niederschrieb, vielleicht gar nicht ganz ausloten konnte, wie das so oft ist mit diesen Worten, die dann prophetisch wirken. Überdies, sagt er, Gott hat alles in Vollkommenheit getan und er hat die Ewigkeit in alles hineingelegt. Also auch in diesen ganzen Abbruchkommandos der Kirche, in diesem ganzen Hin und Her und in diesem, so wirkt es dann doch ein wenig, schauhaften, schamhaften Schweigen jetzt, das uns die Bischöfe vormachen. Das mag man jedem persönlich abnehmen, aber als Ganzes wirkt es dann doch reichlich inszeniert. In alles hat Gott, auch in diese Zeit, die wir beklagen, die Ewigkeit hineingelegt. Also, dass wir die Spur Gottes für das Bleibende, das Christus uns bringt und gebracht hat und immer neu bringt, dass wir das entdecken, das ist eine wahrhaft große geistliche Aufgabe, die nicht einfach heute und morgen irgendwie passiert, sondern wir müssen uns in diese Negativliste des Kohelet, die manchmal sehr existenziell sein kann, tief hineinknien. Wir müssen uns betend in sie hineinknien, um die Ewigkeit Gottes.